In der Gemeinschaftspraxis wartet ein Paar wegen Sexproblemen auf seinen Termin mit der Psychotherapeutin. Als Nicole Keller allerdings nur kurz zur Toilette ist, bekommt sie schon eine Nachricht von ihrem Liebsten. Fehlende Lust scheint nicht das Problem. Hallo Schatz. Ja, ey, warum zierst du dich? Komm, lass mal was Neues ausprobieren. Ja, Schatz, du weißt doch aber. Ist mir nicht. Ja, aber vielleicht bringt das mir einen neuen Kick. Ich hab ja auch Lust, aber ich. Du weißt doch, dann klappt's wieder nicht und dann sind wir enttäuscht wieder und dann ist der ganze Tag schon. Ja, aber dafür. Ich hab grad so Lust auf dich gehabt jetzt. Ja, ich doch auch. Ich würde auch gern lieber jetzt hier mit dir wieder irgendwie, anstatt hier zu sitzen. Aber lass uns doch erstmal abwarten, was überhaupt los ist. Ja, vielleicht hast du auch recht. Wann sind wir denn jetzt eigentlich dran? Wir haben doch jetzt. Ja, hier, komm raus, ich werde aufgerufen, ja? Kommst du rein? Stimmt. Tschö. Dann können wir gleich loslegen. Möchten Sie was trinken? Nee, erstmal nicht, danke. Nicht? Erstmal. Ah, das ist die Frau Keller. Hallo, grüße Sie. Hallo. Können Sie vielleicht noch die Tür schließen, Herr Kahn? Kein Problem. So, ja, was führt Sie zu mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe einen Termin gemacht mit Ihnen, weil wir haben uns jetzt vor kurzem, ein halbes Jahr sind wir jetzt schon zusammen und das ist eigentlich die Frau meines Lebens. Also das kann ich so sagen. Und, aber leider haben wir da ein kleines Problem. Oder ich habe ein Problem, eher gesagt. Und zwar, ja, wie soll ich das sagen? Also sexuell. Beim Sex, während wir irgendwie miteinander schlafen, habe ich irgendwie das Gefühl, mittendrin bricht alles irgendwie ab. Was bricht ab? Man ist auch die Erektion, ist auch am Anfang da und alles. Mhm. Nur währenddessen ist dann irgendwann vorbei. Keine Ahnung, also ich komme dann, es geht einfach nicht weiter. Okay, ne? Okay. Und ist das denn ein Problem, was Sie kennen? Hatten Sie das schon öfter? Hatten Sie das in Nee, Handeln? Eigentlich habe ich das Problem, so kenne ich das nicht. Also ich habe ja schon, ja, ist blöd, aber ich habe schon mehrere Frauen auch vorher schon gehabt und das hat alles funktioniert. Ich habe auch Angst, dass ich irgendeine Blockade habe, weil das halt jetzt für mich ist das die perfekte Frau, die ich jetzt habe, die ich so kennengelernt habe. Und ich möchte auch mit ihr weiter zusammen sein. Mhm. Und ich möchte auch, dass es sexuell funktioniert, weil das frustriert mich ohne Ende. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht habe ich eine Blockade oder vielleicht ist irgendwas in meinem Kopf. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es halt auch dann schwierig, weil ich mir dann denke, so, ich meine, ich spüre das ja, wie er mich begehrt. Und, ne? Aber für mich ist es dann auch vom Gefühl so oft, dass ich manchmal denke, dass ich vielleicht nicht, dann doch nicht 100% in irgendeiner Sache attraktiv genug bin. So. Und man macht sich halt so seine Gedanken und so. Blödsinn. Oder dann vielleicht eine andere Frau denkt oder so. Natürlich ist das immer unglaublich frustrierend für die Frau oder auch einen männlichen Partner, wenn der Partner nicht kann. Natürlich bezieht man das auf sich und denkt, zweifelt an sich, an seine Attraktivität. Deswegen macht das auch die Sache unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Denn die wenigsten Menschen schaffen es ja, zum Partner zu gehen und zu sagen, was ist los? Stehst du nicht auf mich oder was gefällt dir nicht an mir? Deswegen fand ich es einen ganz, ganz großen Liebesbeweis von Herrn Ackermann, dass er den Termin hier gemacht hat, damit mal ein Gespräch darüber möglich wird. Fühlen Sie sich, Sie sagten, Sie fühlen sich begehrt von Ihrem Partner. Sind Sie sich da sicher, dass Sie sich da begehrt fühlen? Ja, doch schon. Ich merke das ja auch, weil die anderen sexuellen Dinge funktionieren ja auch wunderbar. Ne? Also da haben wir auch absolut kein Problem. Aber das heißt, auf andere Weise können Sie sich gegenseitig auch zum Hören bringen? Ja. Und Sie sagen, es ist Ihre Traumfrau. Würden Sie sagen, auch körperlich begehrt? Ja, definitiv, klar. Das passt. Das ist, deswegen ärgert mich das ohne Ende, dass es nicht funktioniert. Nur wissen Sie was, also wenn ich das so höre, ich glaube, Sie gehören gar nicht hierhin zu mir. Also auf der Paarebene scheint das ja alles zu stimmen. Ich meine, es ist natürlich ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen miteinander. Aber auf Ihrer Seite, die Einstellung stimmt, Sie möchten das ja gerne. Auf Ihrer Seite scheint das mir auch zu stimmen. Ja, auf jeden Fall. Sie möchten beide gerne. Wenn es dann nicht funktioniert, dann sollten mal meine medizinischen Kollegen sich da vielleicht mal anschauen, woran das liegen könnte. Das muss ja irgendeinen Grund haben, wenn das vorher mal geklappt hat. Da gibt es vielleicht irgendeine körperliche Ursache. Ja, gerne. Wenn Sie uns helfen können, super. Ja? Ja, gut. Klar. Dann gehen wir einfach mal zusammen nach vorne, okay?
Was natürlich für Frau Keller sehr, sehr belastend ist und was für mich tatsächlich auch sehr rätselhaft ist, ist, warum kannte Herr Ackermann bei anderen Frauen ja und bei ihr nicht? Das ist, passt für mich irgendwie auch noch nicht wirklich zusammen. Oh, ich hab voll Schiss. Wenn wir uns jetzt weiter Kopf machen, macht uns das jetzt auch nicht irgendwie schlauer. Wir müssen jetzt eh warten, was der Arzt sagt. Ja, aber ich war noch nie. Können wir hoffen, dass alles so cool ist. Also, als die Frau Decker meinte, dass bei uns eigentlich soweit psychologisch alles in Ordnung wäre, habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass es dann doch an mir liegt oder dass ich irgendwelche körperlichen Einschränkungen habe oder sogar impotent bin. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass sie mich dann zum Arzt schickt. Und wann ist immer das erste Mal? Ja, wenn es in Ordnung ist. Ja, ja. Viel Glück. Ja, dann vielen Dank. Nehmen Sie bitte Platz. Gerne. So, die Mädels haben Sie angekündigt. Die Frau Decker hat mir schon in die Richtung was erzählt. Ja, und ich würde es gerne auch von Ihnen hören. Ja, und deswegen hat die Frau Decker dann gesagt, ich soll mal hier vorbeischauen, um zu prüfen, ob alles okay ist, ne? Auch körperlich. Gut, dann muss ich mich mal um den körperlichen Teil kümmern. Okay. Wie lange besteht das denn so ungefähr? Das wäre für mich. Ja, also eigentlich ist es schon seit Anfang, also ein halbes Jahr jetzt ungefähr zusammen. Okay. Und seitdem sexuell flaut es ab. Ja. 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 Also es funktioniert nicht richtig. Also zwischendrin wird es dann halt schlapp. Und das ist halt eher das Problem. Ja. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Bitte einmal zur Liege rüber. Um den Erektionsstörungen auf den Grund zu gehen, führt Dr. Bernhard Skopin eine Grunduntersuchung durch. Sein Patient hat Bedenken, dass sein Penis zu klein sein könnte und er sich deshalb so verloren in seiner Freundin fühlt. Doch der Arzt kann seinen Patienten zumindest in dieser Hinsicht beruhigen. Ja, und das männliche Teil? Na, ich wäre stolz darauf. Donnerwetter. Naja, aber irgendwas Krankhaftes kann ich da jetzt auch nicht erkennen. Ja. Also da kommen wir rein mit dieser orientierenden Untersuchung nicht weiter. Ne? Ja. Sie ziehen sich wieder an, bitte. Bei einem völlig unauffälligen, sowohl körperlich wie auch psychischen Befund des Mannes, muss man natürlich auch dann denken, dass irgendwelche Störungen bei der Frau zu dieser Problematik führen könnte. Okay, dann können wir Ihnen noch irgendwie weiterhelfen. Ja, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ich ein bisschen unsicher habe. Eventuell so, jetzt mein Freund ist ja jetzt beim Arzt drin und so, ob ich vielleicht auch irgendwie mir einen Termin holen soll oder so vielleicht. Meinen Sie bei der Gynäkologin oder? Ja. Ja? Weil, haben Sie denn Probleme? Also, falls jetzt nicht er das Problem ist, vielleicht bin ich ja das Problem. Vielleicht kann man da irgendwo einen Termin machen, kurzfristig. Die Frau Schneider ist noch nicht da. Also, die Frau Keller würde sich vielleicht auch einmal abchecken lassen. Ich weiß nicht, also, kannst du mir das vielleicht geben? Wenn die Frau Schneider nicht da ist, dann, nee, dann habe ich jetzt eine Lücke. Gerne. Alles klar, ja, ich trage ein. Dann kommen Sie gerne, danke, mit mir. Super, danke. Ja? Haben Sie in letzter Zeit auch spontan Erektionen? Morgendlich, also morgens, um dran zu denken? Ja, klar. Also, das habe ich. Deswegen wundert mich das auch alles. Ne? Weil das passiert, also das funktioniert ja auch. Ja. Das ist ein wichtiger Hinweis für mich. Wir brauchen dazu auch noch Blutuntersuchungen. Ne? Ich will da den Hormonhaushalt ein bisschen mit untersuchen und ob, gucken, ob irgendwelche entzündlichen Sachen im Körper sind. Ja. Wie gesagt, rein äußerlich kann ich gar nichts feststellen, außer dass sie eigentlich ganz gut bestückt sind. Ne? Das ist ja schon mal was. Wir machen jetzt die Blutuntersuchung. Okay. Das dauert ein, zwei Tage, bis wir die Ergebnisse haben. Dann sehen wir uns wieder, um das Ganze zu besprechen. Okay. Ne? Klar. Jetzt können Sie aber einigermaßen beruhigt erstmal aus diesem Zimmer rauskommen. Bin ich echt beruhigt. Okay. Ich sag mal meinen Damen vorne Bescheid, dass Sie das übernehmen. Sie folgen mir. Wenn bei Herrn Ackermann die Blutergebnisse auch in Ordnung sein sollten, dort keine Hinweise bestehen für irgendwelche organischen Ursachen, dann würde ich ihm raten, auch mit seiner Freundin zusammen nochmal die gynäkologische Kollegin aufzusuchen, um vielleicht dort irgendwas gemeinsam zu besprechen. Vielleicht wollen Sie auch noch mal kurz sagen, was Sie am meisten bedrückt, um was es geht. Sobald wir halt sexuell intim werden und miteinander schlafen, ist halt absolut, das hört halt von alleine auf. Also das Problem, ich denke mal, fasse ich zusammen, Sie kommen beide nicht zum Höhepunkt. Das ist jetzt hier das Problem. Genau. Und es ist bisher noch nicht klar, warum das so ist. Nein. Dann würde ich Sie gerne mal untersuchen. Ich denke, das wäre jetzt mal der Anfang, dass wir einfach mal gucken, ne, ob alles
vom Körperlichen her in Ordnung ist, dann dürfte ich Sie einmal bitten, sich untenrum frei zu machen hinter unserem Paarwang. Okay. Und dann nehmen Sie mal auf der Liege Platz. Der ausbleibende Orgasmus gefährdet nicht nur die Beziehung. Bei Nicole könnte unter anderem eine neurologische Störung vorliegen. Während der Untersuchung durch Dr. Franziska Schumann kommt jedoch etwas anderes zur Sprache. Ja, ziehen Sie ruhig weiter. Also nicht erschrecken, es wird kalt. Ja, also wie gesagt, es sonst funktioniert ja wie gesagt alles. Und vorher funktionierte bei ihm auch alles mit anderen Frauen. Und bei mir ist mit anderen Männern lief das auch. Ich kam immer zum Höhepunkt eigentlich. Und das ist das erste Mal, dass ich sowas jetzt erlebe, ist halt jetzt mit meinem Partner. Bei der Untersuchung fiel mir etwas ins Auge, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Dies könnte tatsächlich mit den Beschwerden der beiden zusammenhängen. Hat sich irgendwas körperlich bei Ihnen verändert in der letzten Zeit? Also, ja, schon ein bisschen mehr. Also, ich hatte um die 50 Kilo mehr auf dem Rippen. Ja, mir ist da nämlich was aufgefallen. Und zwar, ich habe so Dehnungsstreifen gesehen jetzt bei der Untersuchung an Ihren Oberschenkeln, Innenseiten und auch ein bisschen außen. Ja, ich weiß nicht, Zeigen Sie mal. Das war am Anfang auch nicht so dolle, aber... Ja, ist schon ordentlich. Aber wenn Sie 50 Kilo Gewicht verloren haben, dann ist das schon eine ganze Menge. Haben Sie denn irgendwie auch Sport gemacht, irgendwie, um so ein bisschen wieder auch eine Straffung herzustellen vom Bindegewebe? Nee, eigentlich nicht wirklich. Mir kommt da nämlich eine Idee. Ne? Bindegewebe, ja, bitte. Hallo. Mein Freund fragt nach Ihnen. Kann er dazukommen, oder? Ja, gerne, das wird gut passen. Ja, gerne. Ach, Lilly, kannst du mir mal zwei Yogamatten bitte von Markus aus dem Zimmer bringen? Die brauche ich gleich. Was ist denn passiert? Warum sind wir jetzt hier beim Arzt? Ich wollte dann auch doch noch mal lieber vielleicht auch, wenn wir schon mal hier sind. Grüße, wir wollten nicht erstmal hallo. Ich bin gerade geschockt, ich bin gerade raus, hab ich gesucht und hab gesagt, ach du meine Güte. Nein, sie hatte ja von ihrem Problem erzählt. Ja. Ich habe auch von der Kollegin schon gehört. Und dazu gehört ja auch, sie haben sich ja, glaube ich, auch, wie ich gehört habe, durchchecken lassen. Ja, ich war gerade genau. Und ich wollte sie auch gerne mal ansehen einfach. Ne? Weil man muss ja dann auch gucken, ob organisch alles in Ordnung ist. Das ist soweit auch. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie Dehnungsstreifen hat. Ja, jetzt hat sie mir halt gerade was erzählt. Das ist gar nicht... ob er informiert ist darüber? Gar nichts. Eigentlich weiß er davon. Wollen Sie es ihm vielleicht sagen in der Situation? Jetzt wird es vielleicht ganz gut passen. Was ist denn los? Ja, also ich sah jetzt nicht immer so aus, wie ich aussehe. Okay. Ich habe vor 2 Jahren noch 50 Kilo mehr auf den Hüften gehabt. Und ja, aber das ist nicht das Problem dann, oder? Sie hat durch den starken Gewichtsverlust jetzt eben ist auch die ganze, sag ich mal, Vaginal- und Beckenbodenmuskulatur erschlafft und jetzt halt übermäßig gedehnt. Und mir ist da jetzt auch eine Idee gekommen, was die Ursache für ihr gemeinsames Problem gerade in der Zweisamkeit sein könnte. Und zwar durch diese Erschlaffung ist auch die Scheidenmuskulatur völlig geweitet. Ja. Und es gibt ein Syndrom, das heißt Lost Penis Syndrom. Hört sich jetzt verrückt an, haben Sie wahrscheinlich auch noch nie gehört. Ich erkläre Ihnen das mal. Das Problem des Lost-Penis-Syndrom ist, dass die Vaginalmuskulatur stark erweitert ist. Das ist hier der Bereich, der dann praktisch weitgestellt ist. Jetzt ist es so, dass beim Geschlechtsakt durch diese Weitstellung der Vagina die Frau keine richtige Erregung und Befriedigung erfährt. Und auch beim Mann ist es so, dass er praktisch keine Reibung merkt. Er hat wirklich wörtlich das Gefühl, sein Penis ist nicht vorhanden dadurch. Das ist für beide Partner sehr unbefriedigend. Das ist jetzt Ist das behandelbar? Kann man das behandeln? Oder? Das kann man gut behandeln. Wir haben vielleicht mal gehört, bei Schwangeren macht man eine Rückbildungsgymnastik. Das ist sowas Ähnliches um die Beckenbodenmuskulatur. Breite doch mal die Matten bitte nebeneinander aus. Und wir stellen mal hier, nehmen Sie mal den Stuhl, wir stellen die mal weg. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal was. Das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn ich das mal vorführe. Also ganz einfach Beckenbodenmuskulaturtraining. Was Sie zu Hause machen können, Sie können das unterwegs machen. Wir geben Ihnen vorne mal so ein Faltblatt mit dazu. Und das sollten Sie so einige Wochen regelmäßig machen. Mhm. Kann schon 2-3 Monate dauern, aber machen Sie es regelmäßig. Sie können es ja auch gemeinsam machen.
Und ja, kriegen wir hin. Ne? Und dann, das sollte damit gehen. Thema. Ansonsten kann man auch noch mit Liebeskugeln gibt es eine Möglichkeit, dass man einfach so wieder die Muskulatur ein bisschen stärkt, ne? Im Inneren. Und ja, an eine OP muss ich bei Ihnen nicht denken. So schlimm ist es nicht. Ne? Also okay. Ich denke, das kriegen wir mit Übungen hin. Das spezielle Beckenbodentraining, wie zum Beispiel die demonstrierte Po-Hebeübung, zeigt bereits nach wenigen Wochen Wirkung. Endlich kann das frisch verliebte Paar ein befriedigendes Sexleben genießen. Und die beiden sind in ihrer Beziehung glücklicher als je zuvor. Schon steht der nächste Termin für die Gynäkologin an. Eine 16-Jährige ist zur Untersuchung angemeldet. Doch bisher warten Empfangsteam und Mutter der Patientin vergeblich. Dabei wollte Alena gleich nach der Schule in die Praxis kommen. Das Mädchen geht auch nicht an sein Handy. Niemand rechnet mit dem Auftritt, der gleich folgt. Also wir haben Anschlusstermine. Ich habe jetzt schon eine Patientin vorgenommen. Die nächste wartet. Es ist also sie kommt los. Auf jeden Fall. Also ich habe dir das heute Morgen noch mal extra gesagt. Da kommt sie ja schon. Wie siehst du denn aus? Wie von der Straße? Was ist los mit dir? Ich sehe ganz normal aus. Nein, siehst du nicht? Natürlich, schreib mich nicht so an. Doch, mach ich aber. Nein, sei leise. Erzähl mal, wieso läufst du so rum? Ich habe einen Termin. Hallo. Hallo. Hallo, ich rede mit dir. Ja, schreib mich nicht so an. Dankeschön. Das sieht doch super aus. Nicht zu. Ja, brauche ich auch nicht. Danke. Ich bin gerade total aufgeregt. Meine Tochter sieht aus, als ob sie auf den Strich geht. Normalerweise ist sie doch so ein liebes, ruhiges Mädchen. So, kann man sich jetzt bitte hinsetzen? Ich weiß nicht, wie du läufst. Nein, das ist nicht peinlich. Du, weil du hier so rumläufst, ist doch mal, sei doch mal froh, wenn es so hinter mir war. Ja, ich bin doch jetzt da. Wie du aussiehst, und so drauf zu kommst du hier hin. Na und? Echt peinlich. Ja, da kommt ja auch schon die Ärzte. Ja. Kann mir auch nicht so mit mir. Rede nicht so mit mir. Herr Seeberger? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Lena, hallo. Mensch, wie siehst du denn aus? Flott. Doch super, ne? Ja. Toll. Von der Straße, würde ich sagen. Ja, also, genau. Du hast jetzt einen Termin. Gutes Outfit. Boah, es reicht jetzt. Gehen wir mal mit in mein Zimmer. Ja. Kommen Sie mit. Ich kenne meine Patientin Alena schon einige Zeit. Doch wie sie heute aufgetreten ist, das hat mich sehr überrascht. Du siehst ja ganz verändert aus. Sag mal, was ist los? Ja, ich wollte mich einfach mal ein bisschen sexy kleiden. Ein bisschen erwachsener. Ich bin jetzt 16. Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Also sehen Sie sich das doch mal an. Sie kennen doch Alena. Ja, was hat denn jetzt die Ärztin damit zu tun? Möchtest du die Sonnenbrille vielleicht abnehmen? Das ist immer, nee, ich habe sowieso nur ein Anliegen. Ich wollte sowieso eigentlich nur die Pille haben und dann auch direkt wieder gehen. Was für eine Pille? Du bist doch gerade mal 16. Na und? Du hast mich doch auch aufregen bekommen. Alena kam heute mit dem Wunsch zu mir, dass ich ihr die Pille verschreibe. Sie hat aber bis heute noch nicht einmal ihre erste Periode gehabt. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man die Pille verschreibt, bevor man überhaupt die erste Periode und die erste Routineuntersuchung hatte. Mit der Pille hattest du mir gar nicht gesagt letzte Mal. Also ich habe jetzt sowieso einen Freund, da bietet sich das ja eigentlich auch an. Wie ein Freund? Also mit 16 Jahren? Jetzt falle ich ja völlig von der Rolle. Da wissen wir gar nichts von. Da weiß ich auch nichts von. Natürlich, das habe ich dir erzählt. Du kannst es anders kennen, also tut mir leid. Okay. Kommt jetzt ein Freund, jetzt kommt sie mit der Pille. Also sie kennen sie doch auch nicht so. Ja, ja, nein, nein. Also, vor allem, ja, wir wollen das mal ein bisschen, dass wir in geordnete Bahnen bringen. Also, die Alena kommt heute her. Sie dürfen dabei sein. Sie möchte die Pille haben. Genau. Sie hat aber noch nicht, du weißt ja, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Du bist ja gerade 16 geworden, aber hattest noch nicht, gar nicht die Periode. Ja, das aber ist halt trotzdem kann man ja die Pille nehmen. Ja, die Periode hat sie noch nicht mehr. Das macht doch dann gar keinen Sinn, oder? Also was geht dich das eigentlich an, ob ich die Pille nehme oder nicht? Also wesentlich ist, ganz kurz, um mal dazwischen zu gehen, bitte, dass wir dich mal untersuchen, dass wir die Routineuntersuchung machen, wenn dir das recht ist. Dass wir das also heute machen, wenn nicht. Die Mama dabei ist, ist dir das recht? Nee, darauf lege ich schon Wert, dass du dich einmal untersuchen lässt. Nein, hast, das müssen wir doch sowieso nicht Alena. Machen. Die Pille enthält eine Reihe von Hormonen und diese greifen auch auf den kompletten Körper ein und haben auch eine Reihe von Nebenwirkungen. Daher ist eine sorgfältige Anamnese vor der Verordnung der Pille ganz wichtig. So, ja? Wir sind jetzt hier in der Sprechstunde, jetzt muss ich noch mal dazwischen gehen. Jetzt möchte ich auch ein bisschen, dass hier Ruhe einkehrt, dass Sie vielleicht die persönlichen Diskussionen vielleicht außerhalb klären, dass wir jetzt gucken hier fachlich, was ja, können wir jetzt machen. Telefon geht gerade, tut mir leid. Gut, dass wir mal alleine sprechen. Die Mama mal raus, dann. Ja, ist vielleicht ganz gut. Also du willst die Pille. Genau. Aber Untersuchung möchtest du nicht? Nein, möchte ich auch nicht. Genau, ich habe ja jetzt auch einen Freund, wie gesagt, und ja, aber 16 das ist eigentlich die Voraussetzung. Man sagt ja schon, wenn man sich die Pille verschreiben lässt, dass man einmal schaut, ob alles in Ordnung ist. Ne? Wir können uns doch einfach zack, zack machen, die Pille geben und dann. Ah, das so geht's nicht. Entschuldigung, ich muss mich gerade noch mal in Ruhe hinsetzen. Kannst du nicht bitte einfach rausgehen? Ich möchte gerne was alleine. Ich habe eine Schule erfahren, was mich schon wieder heute schockiert. Also ich krieg heute echt noch. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Schule hat doch gerade angerufen. Was ist denn mit der Schule? Du hast dich heute geprügelt.
Alena, wo ich das mit der Prügelei erfahren habe, hat die Sonnenbrille damit vielleicht was zu tun? Möchtest du die jetzt mal ablegen? Jetzt wissen wir auch, dass heute Morgen da wohl eine Prügelei in der Schule war. Zeig doch mal. Alena. Oh, das ist ja... Wenn man da bestellt jetzt mal ein Kühlpack. Ganz wesentlich ist es für mich als Ärztin, den Patienten zu helfen. Sei es mit einer Behandlung, Therapie oder auch mal mit einem emotionalen Gespräch. Dieses war hier jetzt sehr wichtig. Einfühlsam versucht Gynäkologin Dr. Franziska Schumann in Erfahrung zu bringen, warum sich die Schülerin neuerdings so sexy kleidet, ihren BH ausstopft und sich prügelt. Alenas Geständnis erschüttert. Alena, es ist so viel vorgefallen. Ne? Der Auftritt von dir, so kenne ich dich nicht, die Mama auch nicht. Und dann diese Schlägerei, das passt auch nicht so zu dir. Habe ich dich nie kennengelernt. Da muss doch was gewesen sein, ein Auslöser. Hm? Magst du uns noch nicht erzählen? Sind sie beide schon so verzweifelt hier? Ja, ich kenne meine Tochter gar nicht. Ja. Die ist einfach... Alena, dann geht es dir auch besser. In der Schule, die mobben mich die ganze Zeit. Mobben dich? Ja. Warum? Alena, was haben die denn zu dir gesagt? Wie ist das denn alles gekommen? Du hast mir doch früher alles immer erzählt. Die mobben mich halt die ganze Zeit, weil ich meine Tage nicht habe. Und keine Oberwerttätung. Aber das, was Kathi gesagt hat, ist... Das kann ich nicht sagen. Was haben sie denn für einen Spruch gesagt? Womit haben sie dich denn aufgezogen, dass du dich jetzt unbedingt prügeln musstest? Kein Arsch, keine Titten. Sieht aus wie Schneewittchen. Oh nein. Oh, das ist ja wirklich ganz verletzend gemeint. Sehr verletzend. Hast du dir irgendwie jetzt durch die Pille und die Hormoneneinnahme dann versprochen, dass die deine Regel eher einsetzt und die Brüste wachsen? Hat das damit vielleicht zu tun? Kann das sein? Ja. Ich wollte halt dazugehören. Ich bin die Einzige, die noch immer nicht ihre Tage hat. Alle anderen haben schon die Köpfchen. Das kommt doch alles noch, Schatz. Das ist beim einen früher, beim anderen später. Und die Spanne ist einfach, ne, bis 16. Du bist gerade erst 16 geworden. Mach dir mal keine Gedanken. Weißt du, was ich mache? Ich nehme dir jetzt, du sitzt da, wenn es okay ist. Ich würde dir direkt mal Blut abnehmen. Wir gucken mal die Hormone an. Ja? Dann sehen wir mal, ob da alles in Ordnung ist. Und dann machen wir einfach in Ruhe, wenn es dir besser geht, irgendwann noch mal die Untersuchung. Ne? Alles wird wieder gut werden. Was sagt denn der Freund dazu? Wie unterstützt er dich denn wenigstens? Das mit dem Freund, den gibt es nicht. Den gibt es nicht? Alena. Ja, ich habe es erfunden, damit ich halt die Pille bekomme. Wie soll ich denn sonst da an die Pille kommen? Wenn man mit 17 oder dann spätestens 18 Jahren immer noch nicht seine erste Regelblutung hat, dann sollte man in jedem Fall zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen. Hier ist dann eine sorgfältige Analyse der Hormone angebracht. Das habe ich allerdings jetzt schon bei meiner Patientin mit 16 Jahren gemacht, um zu sehen, wie der Hormonstatus ist. Die Blutergebnisse zeigen, dass Alenas Hormonwerte völlig normal sind. Dank der Hilfe von Mutter und Klassenlehrerin hat das Mobbing in der Schule aufgehört und der Streit konnte beigelegt werden. Inzwischen hat die 16-Jährige auch ihre erste Periode bekommen.